Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einer neuen Folge Oxygen Not Included. Ich glaube, es ist Folge Nummer 39. Letztes Mal haben wir hier diese beiden Räume hier oben weitergemacht, beziehungsweise der untere ist, glaube ich, hier unten links fertig geworden. Da werden wir jetzt gleich weitermachen. Wir können die alten Toiletten dann wahrscheinlich abbauen, weil wir hier ja mittlerweile dann 4 Stück haben. 2 funktionieren, glaube ich, schon wunderbar und die anderen beiden sind im Aufbau. Eine steht ja sogar schon, da muss nur die Leitung noch dran. Und nochmal in Druck gucken wir uns das weiter an. Ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Diese beiden Toiletten sind fertig. Die Waschbecken gehen auch. Hier ist tatsächlich gerade der Dingens auch fertig geworden. Sauerstoff? Nee, ich wollte jetzt gerade das Waschbecken haben. Da ist es. Nur in einer Richtung und zwar in die muss man waschen. Passt dann. Rohre werden verlegt. Das ist auch gut so. Wir müssen gerade mal bei Sanitär gucken, ob wir die Abwasserrohre schon gelegt haben. Ich glaube nämlich noch nicht, oder? Nee, siehst du, die fehlen noch. So, das bedeutet, das Frischwasser muss da noch hin. Frischwasser kommt eigentlich von hier vorne. Okay, dann werden wir das so legen. Haben wir schon? Ja, haben wir schon. Das heißt, hier lang und dort lang. Und dort lang. Und dann immer schön hier anschließen, ne? Da muss eine Brücke hin und das Abwasser muss übrigens hier oben lang. Das passt dann und die Brücke haben wir hier, muss glaube auf dem Kopf, ne, genau. Ja, O war es und nicht, ne. Nochmal Sanitär. Man möchte gerne R drücken, aber in diesem Spiel ist es O. So, dann haben wir das auch. Räumlichkeiten sind schon fast fertig. Ah, mir fällt gerade so auf. Ja, das war doch hier die Geschichte, ne? Deaktivieren Auto, wollte deaktivieren, ich müsste es nur verschieben, das ist mein Problem. Wir hatten darüber gesprochen, der Mordrak hatte das geschrieben, dass wir hier einen Fehler drin haben. Und ich habe, glaube auch, wie man hier sieht, ist ja eine Lücke, ne? Das Bett stand mal früher weiter rechts und dieser Trog hier, brechen wir mal gerade ab. Weil wir müssen schauen, dass das einfach weiter nach rechts kommt, ne? Weil hier muss noch eine Tür rein, damit dieser Raum als Toilette gilt und das als Aufenthaltsraum, glaube. Ob das dann groß genug ist, ist dann die nächste Frage, ne? Weil da gibt es keinen Bonus dann dafür. Gut, dann muss man überlegen, wie wir das anfangen. Am besten hier oben schon mal. Dann machen wir nämlich den Raum fertig und dann geben wir den Leuten die Zulassung hier hin. Das Feldbett kommt dann dahin. Und die Skulptur kommt dahin und die kann auch dahin. Dieses Bett muss dann ein weiter nach da. Warte mal, dann können wir da ja oben doch ein Bett. Wir brauchen nur mehr Betten bauen einfach und können die dann nachher abreißen, wenn die anderen fertig sind. So sieht's aus. Hier unten jetzt nicht, aber da geht das so. So, da haben wir das da. Wir haben da 2 Toiletten. Dann würde ich sagen, dass wir hier mit der ersten den Abriss anfangen. Ja, so früh, so Dingens muss es nicht, aber wir müssen es auf jeden Fall machen. Dann können wir hier nämlich zumachen und dann ist die Schleuse da 100% am Laufen, glaube. Wo wir hier schon sind, ne? Dann kann das eigentlich auch mal weggearbeitet werden, oder? Das sieht doch erstmal gut aus dann. Hier haben wir noch was aufzuleveln. Fertigkeiten der Duplikanten. Joshua braucht noch was oder kann noch was machen. Joshua hat aber nicht ganz viel. Verbesserter Bau ist sein Werk. Dann macht er das halt. Gut, okay. Die müssten eigentlich nach hier hinten. Einer ist da ja schon. Lass uns mal gerade schnell hier noch eine Wand ziehen. Also das müsste eigentlich... Ne, hier sind ja die Farmen, oder? Da ist der Weg hoch. Okay, dann haben wir da schon was falsch gemacht. Dann breche ich das mal schnell ab. Das Ganze nochmal. Und zwar hier. So soll es sein. Essen immer genug, oder? Ja, immer noch 30.000. Obwohl wir einen Dupe dazugenommen haben, aber passt erstmal.
Hier riecht es irgendwie ein bisschen. Entschuldigung. Ja, wir müssten gucken, dass wir hier hinten hinkommen dann, ne? Wenn wir da schon die Distille bauen wollen. Und diese Farmen sind richtig, naja. Wer baut denn da jetzt diese Farm? Niemand erstmal. Wir machen wieder zu viel auf einmal, das ist unser größtes Problem, ne? Hier mal die Hydrofarm und die muss halt befüllt werden in dem Sinne, ne? Balsamlinie, ich glaube, die braucht Chlor. Pilzspor, ja, das sind alles, glaube ich, keine Sachen, die hier wachsen müssen, ne? Die Dornblüte, die braucht Wasser, ne? Könnt ihr das hier auch irgendwo sehen? Wasser da. Der auch kein Wasser, ne? Die brauchen nämlich hier nur die Dornblüten brauchen Wasser. Pollsporen brauchen Schleim. Dunkelheit. Das wird ja hier auch noch funktionieren, ne? 5 bis 35 Grad, Temperatur sind jetzt hier drin, 25 Grad wäre auch optimal, Luftdruck 150. Ja, der sieht wohl zu hoch aus, ne? Also die 150 Gramm. Mindestens, also spielt es dann keine Rolle, okay. Das würde dann bedeuten, der Pilzsporen müsste hier eigentlich funktionieren, ne? Oder? Dann pflanzen wir die doch mal rein. Dunkel ist es doch auch da, oder? Ich habe kein Licht eingebaut. Das interessiert mich ja jetzt und die Prio setzen wir mal auf 9. Kann mal einer gerade schnell machen, ne? Ach nee, jetzt ist der da rein. Ja, schade. Wo ist denn das mal noch 3, oder? Ist einer gestorben? Kann das sein? Pufflet-Ei 8%. Warte, erstmal atmet. Das Wild ist glücklich und hungrig. Dies auch. Eigentlich sollte das da alles so gut funktionieren, oder? Diese hier können wir mal abreißen. Brauchen wir da nämlich jetzt tatsächlich nicht mehr. Die Wände sind da oben fertig, beziehungsweise die Treppen, die Decken. Können hier aufräumen. Und da kann man nichts wegräumen. Sandsteinlager ist voll. Wird auch gerade was hingebracht, sogar mit Maske. Zwei mit Maske schon. Wir brauchen noch einen neuen Behälter da. Ja, da gibt es auch einen intelligenten Lagerbehälter, aber ich glaube, wir machen das erstmal so. Okay, da wird schon kräftig gebaut. Das ist ja erstmal schon mal gut. Ach so, das wurde erst nur abgerissen, alles klar. Pumpe geht. Wenn Pumpe geht, muss auch hier langsam gehen, oder? Sanitär, Rohre und... Was fehlt denn da? Dass da nicht vorangeht. Ach so, das dreckige Wasser ist schon sauber gemacht und fehlt hier rein. Okay. Okay, da ist eine Forschung fertig, sehr gut. Stinky hat das gemacht. Wollte aber zur Forschung. Stinky hat das gemacht. Oh,
Roboterwerkzeuge. Hammer, automatische Melder. Isolierte Rohre, ne? Nee, Radiatorrohr, das ist dann der Punkt für, ne? Ich glaube, wir machen hier weiter, oder? Oder Deko. Da haben wir ja schon mal angefangen, dann machen wir die Deko zu Ende. Gut, okay. Hier wird ordentlich gepumpt, aber wo wird denn das ganze Wasser hingepumpt? Das wäre mal interessant zu wissen. Hier ist erstmal Veredelung, haben wir einen Salzer jetzt. Und hier haben wir den Erzreiniger. Wo läuft das Wasser jetzt hin, bitteschön? Ah, jetzt hört die Pumpe auf. Wahrscheinlich, weil gerade alle geduscht haben oder sowas hier oben, ne? Ja, und da die Toiletten sind hier. Die eine Toilette ist wahrscheinlich nochmal gemacht worden. Und dann ist hier das beides aufgefüllt worden. Das kann wohl sein. So, Betten sind da. Das bedeutet, dieses zerlegen wir. Genauso wie dieses können wir zerlegen, ne? Und dann können wir das auch zerlegen. Weil er kann ja da oben pennen, ne? Da ist noch der Weg nicht frei. Da müssen wir nochmal graben. Da kommt gerade keiner hin, deswegen ging es da nicht voran, ne? Das sieht doch erstmal gut aus, oder? So, dann bauen wir hier die Ziegel hin. Die dann hoffentlich den Raum ergeben hier, ne? Und die Schleuse. Dahin, dahin, dorthin und wenn das Bett weg ist, kann die auch dorthin, ne? Aber wahrscheinlich ist der Raum mit 12 Feldern zu klein, ne? Das werden wir dann merken. Prio. Machen wir auf 9 hier. Da ist eine Leitung. Wie kommt die da hin? Glaube, das können wir mal abbrechen, ne? Das muss da, glaube ich, gar nicht hin. Das sehen wir, wenn wir die Rohre anmachen. Ja, das war wohl ein Aus Versehen. Ein Klick. So, da wird's fertig und dann können wir uns so gucken, ob das die Räume auch schick macht. Einer geht auf jeden Fall auf Toilette. So. Da unten der Raum, 2, 4, 5 Betten drin, ist ein Raum. Schlafzimmer. 12 Felder minimaler Größe würde reichen. Und ein Dekorationsgegenstand drin, der würde auch reichen. Minimale Höhe, 4 Felder haben wir auch. Eigentlich müsste das klappen. Wenn die Tür dann fällig wird, ne? Aber die ist auf 9. So, hier sieht alles erstmal gut aus. Die Pilzspore wächst nicht. Luftdruck, Atmosphäre. Ah, das war vielleicht jetzt noch das Problem, ne? Kohlendioxid braucht man da. Hier haben wir lauter Sauerstoff drin. Also war da das Problem. Dann kannst du den Pilz wieder entwurzeln. Das war leider falsch gedacht. Hier unten, da kannst du Kohlendioxid hinmachen. Das sieht so aus, als ob das auch eine tolle Farmecke werden könnte, oder? Für Sporenpilze. So, die gehen alle schlafen. Ich habe gar keine neue ausgewählt. Habe ich doch, oder? Oder ist schon fertig? Doch, die ist schon fertig. Cool. Ja. Fensterziegel, okay. Was bauen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen mal hier rauf. Gut. Was machen denn unsere Toiletten da oben? Da haben wir jetzt 3. Die Wand ist schon gemacht, oder? Nee, noch nicht. Deswegen klappt es da noch nicht. Die
Tür muss da noch rein, die Tür muss da noch rein. Sind aber gerade alle am Schlafen, geht also nichts. Niesbett geht jetzt in das Bett, passt. Der Troch muss hier weg, der ist da leider falsch. Kannst du dann zerlegen. Was ist hier? Kunstgrundlagen fehlen, okay. Was macht das denn trotzdem schlecht? Bruder fehlt Kunstgrundlagen, verbessert die Dekorationswerte und trägt damit die Moral bei. Ah, der Grundwert ist aber trotzdem da. So, wir können da noch gerade 4 Türen einbauen. Dann haben wir das auch. Vielleicht kriegen wir das gleich hier hin, dass der Raum passend ist, ne? Ich glaube, ich habe die Wand falsch gemacht. Die muss dahin. Hier oben. Hä? Dann ist der Raum zu klein hier links, oder? Ja. Ich habe hier einen Raum zu klein. Eigentlich müssten das 10er, also 11er sein. Ich habe 10er gebaut, weil hier ist noch eine Lücke. Eigentlich sollte der Blumenpott noch daneben stehen. Wir werden gleich sehen, ob das auch so reicht. So, jetzt müsste mal jemand hier diese Tür bauen. Vielleicht fehlt da Kupfererz. Nee, oder? Äh, 27,4 Tonnen. Kupfer kann nicht fehlen. Hier ist erstmal okay. Hier wird gerade gereinigt, oder wie sehe ich das? Ne, hier kommt das dreckige Wasser gerade an. Das bedeutet, ah, guck mal, dieser durchsichtige Dingens ist hier schon mal fertig, der Gitterstein. Das heißt, die Leitung ist voll, oder? Was haben wir denn hier noch gebaut? Skulpturblock und leere Leinwand. Okay, die kommen dann noch rein dann. In die Schlafzimmer übers Bett, ne? Ne, machen wir jetzt nicht. Jetzt möchte ich gerne erst nochmal sanitär haben und gucken, warum hier die Pumpe. Achso, das schmutzige Wasser geht da schon hin und hier wird es nicht weiter gefördert. Alles klar. Das bedeutet, wir müssen irgendwann etwas anschließen, was sauberes Wasser fabriziert, oder? Weil das Becken wird sonst irgendwann voll von den Toiletten. Da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Und das hier kannst du doch jetzt beides zerlegen, ne? Würde ich sagen. Ist ja jetzt nicht wirklich mehr von Nutzen, weil hier ist zu. Er wird wahrscheinlich irgendwann sterben. Oder wir fangen ihn ein und setzen ihn woanders frei. Okay, neuer Typ kann geholt werden oder irgendwas anderes, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen. Bis dann, ciao!